Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Zapunzels Orakel, heute mit dem Ausblick aufs Wochenende. Schau mal, was die nächsten 72 Stunden so bringen möchten für dich. Du schaust das Ding hier in Eigenregie, mach dir nichts passend, was nicht passend ist. Ich habe die Legungen für den Mitgliederbereich eben gemacht, waren sehr schöne Aussichten fürs Wochenende. Ich wünsche mir natürlich, dass sich hier Ähnliches zeigt, aber wir warten es mal ab. Darauf habe ich wenig Einfluss, aber das Universum eben schon. Und deshalb bitte ich Spirit jetzt hier um Unterstützung und ich hätte gerne ein Motto fürs Wochenende für mein Kollektiv. Ein Motto für Otto, bitte. Otto überlegt noch. Muss ich noch mal von vorne. Bitte ein Motto, danke. Was sind denn hier die Stichworte? Ähnliches zieht Ähnliches an. Wenn du dich nach mehr Liebe sehnst, dann musst du liebevoller sein. Oh ja, das ist so. Ähnliches zieht Ähnliches an. Und wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Kommst du im Kampfmodus um die Ecke, da wird es nicht lang dauern. Dann fängt er an, mit dir zu kämpfen. Bist du aber liebevoll, empathisch, dann wird es dir nachmachen. Ähnliches zieht Ähnliches an. Das ist auch in so einem Kollektiv so. Alles ist irgendwo miteinander verbunden. Und ja, hier in meinem Kollektiv tummeln sich sehr viele Menschen, die mir jetzt nicht so unähnlich sind, zumindest das, was ich mitbekomme. Kann man auf alle Bereiche des Lebens anwenden. Wenn ich also Gutes möchte, dann muss ich Gutes tun. Er gibt der Liebe eine Chance. Wenn wir beginnen zu lieben, dann verändert sich unser Leben für immer. Und ja, der Otto beginnt zu lieben. Bekomme ich in ganz vielen Fällen mit, dass da gerade so eine Wende stattfindet. Das war, glaube ich, sogar die Überschrift für die Jahreslegung. Der Wandel war da die Überschrift und dieser Wandel, der wird von Tag zu Tag bei einigen von euch sichtbarer auf der anderen Seite. Er hat sich so lange Zeit vor der Liebe verschlossen, hat immer gedacht, das bringt nur Enttäuschungen, das setzt mich ins Gefängnis. Er lernt, dass die Liebe was ist, was sehr bereichernd ist, sehr erfüllend ist, dass sein Leben sich zum Positiven wendet und ja, er verschließt sich nicht mehr vor der Liebe, sondern lädt sie praktisch in sein Leben ein. Die Energie fürs Wochenende, für deine Seite. Für seine Seite. Das wird ein Wochenende werden, wo du, glaube ich, ziemlich unternehmungslustig bist. Ja gut, das ist die Frage bei über 30 Grad, wie unternehmungslustig man da ist. Aber wir beziehen uns ja jetzt hier hauptsächlich auf den Seelenweg, auf diesen Seelenpartnerprozess. Es kann gut sein, dass er auf der anderen Seite mittlerweile dir schon mal wertvolle Hinweise gibt, die Dinge auch mal anders zu sehen. Ja, einige könnten am Wochenende noch mal so ein bisschen ungeduldig werden, dass irgendwas mal wieder nicht schnell genug geht. Aber grundsätzlich bist du ziemlich selbstbewusst am Wochenende. Ja, und bist auch vielleicht bereit, das ein oder andere Risiko mal einzugehen. Er ist gerade dabei, was abzuschließen in seinem Leben, was loszulassen, nämlich die Vergangenheit. Der macht wirklich ein altes Buch zu, damit er Neues beginnen kann. Kann natürlich für einige dann nochmal so sein, dass da es ein bisschen still ist auf der anderen Seite, weil Innenschau heißt ja für Otto meistens Klappe halten. Also ich meine das liebevoll, aber so ist er halt eben oft.
Ja, irgendein Abschluss findet statt in seinem Leben. Das hat nichts mit euch beiden zu tun. Ne, ich nehme die Love Tarot-Kärtchen nochmal dazu. Was beschreibt dich? Ihn. Das sind zu viel. Nochmal bitte. Was beschreibt ihn am Wochenende? Du hast das Herz mit dem Schlüssel, du lässt die Liebe in dein Leben, du heißt die Liebe auch willkommen, du weißt, dass du den einzigen getroffen hast, mit dem du wirklich dein Leben genießen möchtest. Du öffnest dein Herz und du weißt, dass es nicht mehr lange dauert, bis diese Zusammenkunft stattfinden wird. Es ist alles für dich auf einem perfekten Weg. Und die, bei denen es nicht perfekt ist, deren Legung ist das hier gerade nicht. Er weiß, dass ihr auf Seelenebene miteinander verbunden seid. Hier steht jetzt Twin Flames, kannst du Dualseelen nennen, das kannst du Seelenpartner nennen, Twin Flames. Es gibt da diese Definitionen. Ich frage mich immer, wer weiß es denn schon so ganz genau? Eure Seelen sind auf jeden Fall miteinander verbunden, ihr seid Yin und Yang. Da will jetzt gerade Ausgleich stattfinden. Es geht Richtung Union, auch wenn ihr, wie wollte ich das jetzt sagen? Ja, auch wenn ihr sehr gut mit euch selber klarkommt, es ist nochmal ganz was anderes, wenn ihr miteinander zu tun habt, weil das macht die Seele dann so richtig komplett. Und wir haben hier die Liebe auf seiner Seite. Es geht in die unkonventionelle Liebe. Er ist auf dem Weg in die Selbstliebe. Er weiß, dass ihr eine Einheit bildet. Deshalb ist es auch wichtig, dass er sich gut um sich kümmert, dass du dich gut um dich kümmerst, weil geht's dir schlecht, spürt er das. Geht's ihm schlecht, spürst du das. Und deshalb denke ich manchmal, warum sich gegen dieses Seelenband so stemmen und so, ja, machen ja viele. Die machen dann dicht, der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ja, da kann man ja mal kurz denken, aber wenn es wirklich um Seelenliebe geht, wird diese Verbundenheit ja trotzdem bestehen. Und machst du ihn traurig, dann kommt das mit voller Wucht wieder in deine Richtung zurück. Ähnliches zieht Ähnliches an. Darf man nie vergessen. Jo, er findet dich auf jeden Fall wahnsinnig attraktiv und es kann auch zu leidenschaftlichen Momenten kommen am Wochenende. Da sage ich schon mal viel Spaß. Und jetzt gucken wir mal mit einem kurzen Spoiler, was es denn zu berichten gibt. Wird heute eine kurze Legung. Die Überschrift für deine Geschichte. Fürs Wochenende. Spirit. Was ist Thema im Kollektiv? Und wie sieht es bei Otto Mäuschen aus? Da hätte ich noch gerne eine zweite dazu. Er schließt mit der ganzen Ahnenreihe ab, ehrfürchtig und wohlwollend, aber er will nicht das Leben so weiterführen, wie seine Ahnen es ihm vorgelebt haben. Heißt, er fängt an, sich wirklich von alten Mustern, Glaubenssätzen zu trennen und fängt an, sein eigenes Buch zu schreiben. Du hast dich unter Umständen lang im Widerstand befunden, auch was eure Story angeht. Ich habe den Eindruck, dass mehr und mehr dieser Widerstand nachlässt oder ja, aufgelöst wird. Gucken wir mal, was ich hier erzählen soll für dich. Was kommt am Wochenende auf dich zu? Ich mache mir meine Karten echt systematisch selbst kaputt. Weiß nicht, wie viele hier schon echt wie so ein bisschen sehr geknickt auf den Tisch gefallen sind. Naja, ist egal. Kann ja noch sehen, was draufsteht. The Ring. Wir haben hier The Ring. Der Ring. Yeah.
Hier in puncto Liebe kommt ganz gewaltig was voran, und zwar Galoppi Galoppi. Der Regen will mir aber an der Stelle auch sagen, dass du dabei bist, einen alten Zyklus zu beenden, nämlich aus dem Widerstand zu gehen, die Dinge anzunehmen, wie sie sind, nicht nur im Seelenpartnerprozess, sondern das ganze Leben betreffen. Denn indem man Dinge annimmt und nicht im Widerstand ist, lebt es sich ungemein viel leichter, egal was einem vor die Füße gebrettert wird. Das hat ja dieser Seelenpartnerprozess auch beigebracht. Ich nehme das so wahr, dass jetzt viele dabei sind, ihre Lernaufgabe zu kapieren und zu begreifen und dadurch halt eben auch Lösungen finden für die Wirrungen und Windungen des Lebens. Ja, manche haben vielleicht das Empfinden, möchten sich am Wochenende mal so ein bisschen ausruhen. Aber vielleicht ist das auch nötig, denn hier möchte eine Reise stattfinden, eine reale oder eine innerliche Reise. Und zwar kommt da ein Geschenk auf dich zu. Und dieses Geschenk, ja, könnte es in sich haben. Jetzt mische mal den Salat hier einmal durch. Warte. Und dann gucken wir mal, was ich über den Otto zu erzählen habe. Der ist voll in seiner Kraft. Einige Ottos könnten noch mal so ein bisschen Schwierigkeiten haben, weil da was wie Eifersucht hochkommt. Das vernebelt dann noch mal die Sicht. Aber grundsätzlich weiß er, wer er ist, und er weiß auch, welchen Wert er an deiner Seite hat. Es soll leidenschaftlich werden zwischen euch. Er hat sich befreit aus dem Gefängnis, in dem er halt gedanklich gesessen hat. Und jetzt möchte das Füllhorn des Glückes sich über euch ergießen. Wir haben hier die Störche, und ich habe heute Morgen zwei Störche gesehen. Ich lebe in NRW, man soll es kaum glauben. Die saßen zwischen zwei Fischreihern auf einem abgemähten Feld. Also da ist gestern Heu geerntet worden. Die saßen da, das waren Pärchen. Da habe ich gedacht, wow. Jetzt fallen hier die Störche auch. Das Glück möchte kommen und die Ernte soll eingefahren werden. Das wird mit Sicherheit nicht auf jeden zutreffen können. Ist nicht so unähnlich wie die Legung im Mitgliederbereich. Bitte berichtet. Haben wir noch Themen? Haben die Engel der Liebe noch was zu erzählen? Die Chemie stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehung, weißt du Bescheid. Das hätten wir sonst wahrscheinlich. Ist egal. Was sagt er dir von Herz zu Herz? Und damit beschließen wir diese Legung. Und du ihm? Das mit den Zwillingsseelen fällt hier nochmal. Die Leidenschaft ist entflammt. Also wie gesagt, fürs Wochenende könnte bei einigen echt die Post abgehen. Wenn er ab und zu geheimnisvoll ist, macht er keine Gedanken. Es wird sich alles zu gegebener Zeit offenbaren. Hier findet eine Verwandlung statt, möchte er dir mitteilen. Und diese Beziehung hier wird immer intensiver. Du, wenn du noch im Widerstand bist, dann könnte das hier eine riskante Versuchung für dich sein. Nimmst es an, wie es ist. Dann ja, glaube ich nicht, dass der Schein dich trügt, weil er ist Teil deiner Seele. Wenn du deinem Bauchgefühl folgen kannst, dann trügt der Schein nicht. Dann weißt du eigentlich bestens über diesen Menschen Bescheid. Und du manifestierst dir das einfach. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Punkt. Ich lasse es mal so stehen. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Sonne und macht euch eine schöne Zeit. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren. Lass mal liebe Grüße da und sag gerne bis zum nächsten Mal.